Fast wäre es nichts geworden mit dem neuen Video. Ich muss arbeiten jetzt hier. So, ich arbeite nebenbei weiter. Dabei gibt es doch so viele malerische. Unbekanntere Rotten Places tief im Harz. Diesen ikonischen Raum im altehrwürdigen Rockerhotel haben viele wohl schon mal gesehen. Aber nur wenige wissen, dass den Hang hinab direkt gegenüber ein verfallenes altes Häuschen steht. Und nur die allerwenigsten werden mal einen Blick ins Obergeschoss geworfen haben. Denn das steht doch arg wackelig auf einem kaum mehr existenten Untergeschoss. Wir trafen vollkommen zufällig eine Urbex-Truppe, die uns auch beim Mühlenvideo vor ein paar Wochen schon begegnete. Und ein Kollege davon, der kennt keine Angst. Ganz lieben Dank fürs Mitnehmen unserer GoPro. Dann mal auf wieder rein, ne? Filmt schon. Nicht wundern, wenn das Display ausgeht, einfach ungefähr in die Richtung halten, die wir mal gucken. Und komm da heil raus. Ja, das ist ein Top-Video, ne? Wurde mir allen Gelächters draußen zum Trotz doch ein wenig unwohl, wobei die Sorge keinesfalls dem Potenzial einer unrettbar verschütteten GoPro galt, bewegt sich dessen völlig ungeachtet unserer tapferer Kameramann noch erstaunlich behende durch das Häuschen. Aber nicht, dass wir übermorgen gleich Nachahmervideos hier finden, bitte. Dieser Part ist absolut nicht zum Nachmachen gedacht. Motivieren wir vielleicht den einen oder anderen auch mal, sich ein Herz zu fassen und selbst auf Erkundung zu gehen. Bitte, das hier nicht. Wirklich nicht. Selbst der Boden des Erdgeschosses ist so weggemorscht, dass man in den Keller gucken kann. Selbst wären wir hier zugegebenermaßen nie hineingeklettert. Darum nochmals richtig vielen Dank für diese Aufnahmen. Und direkt an den Overlord des Mutes, den Zettel mit deinem Namen, der ist futsch. Bitte melde dich mal, damit wir dich im nächsten Video nochmal auszeichnen können. Da oben kommst du hin. Da kommst du nicht. Man könnte noch um die Idee gehen, aber bringt auch nichts. Vielleicht könnte auch noch vollkommen die Zähne. Extrem cool, ja. Krass, danke schön. Und pass bloß auf dich auf, ernsthaft. Spiegel ist noch heile. Ja, ja. Utmost respect. Nur 50 Meter. Hinter diesem morschen Hotel mit Ausblick über ein Harzer Örtchen mit sehenswerter Tropfsteinhöhle versteckt sich noch so ein Kaliber von Häuschen.
Mangels mutiger Begleitung gibt es hier allerdings keine Innenaufnahmen. Und dies ist auch keine Aufforderung, welche zu machen und uns gar auch noch zuzuschicken. Weiterleben ist wichtiger als eine schöne Aufnahme. Jeder Urbex-Interessierte hat schon mal vom Steierberg-Sanatorium gehört oder was gesehen. Aber allem pittoresken Verfall zum Trotz, das geht schlimmer als hier. Denn völlig unbeachtet vom Hype um diesen Ort, verfällt in fußläufiger Entfernung noch ein weiteres Sanatorium. Okay, bisschen gut zu Fuß sollte man sein, aber mit dem Auto sind es nur wenige Minuten. Manche Gebäudeteile mögen gar noch betretbar sein. Die Aussicht auf eine baldige leckere Pizza hat uns aber davon abgehalten. Das Krankenhausessen ist meist einfach echt schlecht. Und doppelt ärgerlich, wenn man den Platz im Restaurant schon reserviert hat. Oh, wenn er es sehen könnte, müsste der Fassadenbauer mächtig stolz sein, hält sein Werk doch das gesamte Gebäude. Zugegeben, nur aufgrund von Pfusch. Denn man nagelt Fassadenbretter normalerweise nicht direkt auf den Schwellbalken. Aber weil es genau deswegen noch steht, sind wir mal nicht so. Fünf Fußwegminuten weiter erwartet uns schon der nächste imposante Sanatoriumsbau. Der Zustand der Liegehallen lässt vorab schon Schlimmes über die statische Integrität des Haupthauses erahnen. Von fern sieht das doch noch ganz gut aus. Das warnende Schild mit der warnenden Schilderung. Schlechter Wortwitz. Der Einsturzgefahr übertreibt erstmal nicht. Aber schauen wir mal rum. Vielleicht sieht's hinten ja besser aus. We'll be right back.
Wir schauen da auch noch mal rein. Aber besser nicht von hier. Keller sind komplett gemauert und kein bisheriger Teileinsturz der Obergeschosse hat es bis hier unten geschafft. Ups, einer doch. Manche Kollegen hier auf YouTube geben so lustige Statements ab wie: Ich weiß, was ich hier mache, trotzdem nicht nachmachen. Das halten wir für Schwachsinn. Nicht umsonst verletzen sich regelmäßig Kollegen in solchen Bauwerken. Ab und zu passiert gar Schlimmeres. Niemand weiß genau, was er macht, uns eingeschlossen. Sah einfach sicher genug aus, also haben wir mal reingeguckt. War es trotz Kellerdecke sicher? Wahrscheinlich nicht. Darum nochmal ganz klar: nicht betreten. Ehrlich, hauptsächlich erwähnen wir das nochmal für die YouTube-Wächter. Gesagt haben wir es für ausreichend intelligente Mitmenschen ja schon oft genug. Aber mit der Intellität ist es manchmal leider nicht die oberste Priorität, sobald man Mensch wird. Schon irgendwie schade, dass schnell Schwimmen große Verantwortung bei der Weiterreichung der Gene zukommt. Der Harz ist ja so toll, da findet man völlig unerwartet tolle Urbex-Locations, wenn man einfach mal nur kurz über den Bordstein guckt. Diese fiel uns zwischendurch auf, weil jemand seinen Voyager davor verrotten lässt. Und zwei Sporttüffel, die uns auf den ersten Blick wie Mitsubishi Eclipses aussahen, auf den zweiten Blick aber uns unbekannte Frontstoßstangen trugen. Wenn jemand weiß, was hier wirklich sein kümmerliches Dasein fristet, da freuen wir uns über Aufklärung. Das Gebäude selbst war einst wohl das Wärmekraftwerk für die benachbarten Wohnblocks aus den DDR-Zeiten. Freut uns immer wieder,
auf jeder Harztour findet man zufällig echt interessantes Zeugs. Genauso wie das, was uns hier auch zufällig vor die Kamera gehopst ist, da gibt's bei Zeiten aber noch ein volles Video drüber. Mittendrin lief uns dann noch ein kleines Kätzchen vor die Füße. Die dazugehörige Örtlichkeit geizte zwar mit Reizen, aber Katzen, die gehen wirklich immer. Mit den letzten Bildern der Heimfahrt in den Sonnenuntergang wünschen wir euch allen ein frohes Wochenende. Zumindest, wenn ihr zum Erscheinungsdatum schaut. Bei Gefallen freuen wir uns wie immer über einen Daumen hoch. Und wer noch nicht drauf geklickt hat, abonniert uns doch gern. Bleibt gesund und bis bald.